Guten Morgen, Freunde. Ja, heute eine kleine Wanderung, einfach mal rausgehen, ein bisschen bewegen. Ich werde jetzt hier vom Hambacher Schloss heute mal Richtung Calm mitmarschieren, zwischendrin mal Pause machen, das ein oder andere Video anschauen. Und wundert euch nicht, wenn ihr das Intro jetzt bei den nächsten zwei, drei Videos seht, weil ich werde heute gleich mehrere Videos abdrehen, auch aus zeitlichen Gründen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei all den Teilen mit dabei seid. Und ja, wenn es euch interessiert, was so auf der Wanderung alles passiert und was ich euch Neues vorstelle, dann würde ich vorschlagen, bleibt einfach dran. So, Freunde, heute möchte ich euch vorstellen, einmal mein Rucksack, mein neuer Rucksack. Und zwar ist das der 28 Liter Rucksack von Mardingtop. Der eine oder andere kennt Mardingtop. Ist jetzt, sage ich jetzt mal, keine hochpreisige Marke, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich sagen, passt das hervorragend. So, ich habe hier die 28 Liter Variante. Wasserdicht. Heute, wie man ja an meinen Klamotten sieht, ist es dringend notwendig. Es ist extrem feucht heute. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch durch den Nebel und dann nieselt und regnet es zwischendurch mal. Daher habe ich mich heute mal für dieses Daypack entschieden. Wie gesagt, von Mardingtop 28 Liter. Ich würde es einfach mal so ein bisschen auf die einzelnen Fächer, Taschen und die Features eingehen und dann fangen wir einfach mal außen an. So, wir haben hier außen drei Taschen. Einmal hier unten die mittlere Tasche und einmal hier das Deckelfach. Im Deckelfach habe ich drin
mein ganzes Schnurzeug, mein Feuerzeug, Feuerstahl, Messer, Streichhölzer, Kienspan, also alles, was man so zum Lageraufbau benötigt. Auch hier einmal eine Rettungsdecke. Da hat man ausreichend Platz an diesem Deckelfach. In dem mittleren Fach hier, da habe ich meine ganzen Essenssachen drin. Hier sind auch noch mal so kleinere Taschen, 2 Stück an der Zahl. Und hier hinten noch mal ein größeres Fach. So, hier vorne habe ich einmal dran meine Erste-Hilfe-Pack. Und hier unten noch mal eine Tasche. Da habe ich mein Zundermaterial drin und hier, wie man erkennen kann, hoffe ich, auch nochmal Gummizug, sodass man hier auch einen kleinen Organizer hat, wenn man hier nochmal zusätzlich Material reinmachen möchte. Die Tasche hier von One Tigris passt exakt hier rein. So, dann gehen wir mal an die Seite. Wir haben hier 2 Seitentaschen. Leider passt hier keine Flasche rein. Dafür ist die Tasche zu klein bzw. zu eng. Ich habe jetzt hier einmal meine Säge und einmal hier mein Regenschirm für mein Handy bzw. Kamera. Dasselbe haben wir auch auf der anderen Seite. Hier haben wir die Kompressionsriemen, um das Ganze hier zu ein bisschen zusammenzuhalten. Man hat hier auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal einen Tarp reinzumachen. Leider sind die Straps hier an der Seite nicht so lang, dass man etwas Dickeres ranmachen kann. Das funktioniert leider nicht. Dann haben wir hier oben am Deckel nochmal einen Gummizug. Da könnt ihr einen Schal oder irgendwelche anderen Dinge drunter klemmen. Na, hat sich ein bisschen verfriemelt. Da habt ihr dann die Möglichkeit, hier nochmal was drunter zu machen. Und hier unter das Deckelfach ist auch nochmal ein Fach mit Klettverschluss innen drin. Warum auch immer, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da könnt ihr auch nochmal zusätzlich etwas reinmachen. Ihr habt hier hinten einmal das Rückenteil. Das ist jetzt leider nicht fest stabil. Also ihr müsst schon schauen innen drin, wie ihr euren Rucksack packt, damit euch hier nichts an den Rücken drückt. Dann haben wir hier oben den Ausgang für den Schlauch von der Trinkblase. Wir haben ein relativ angenehmes Tragesystem. Die Trageriemen sind gut gepolstert. Wir haben hier unten nochmal, wo ist er? Da ist er. Wir haben hier unten nochmal so einen Riemen, den man sich um die Hüfte machen kann. Ist jetzt kein Riesenteil. Ich benutze es nicht, weil der Rucksack ist nicht so schwer voll beladen, dass man das benötigt. So, vom Innenteil habt ihr hier einen Reißverschluss. Moment, ich muss mal suchen, wo er ist. Da ist er. Apropos Reißverschluss, ihr habt hier überall YKK-Reißverschlüsse dran, die auch wirklich sehr gut verarbeitet sind. Und das für, ich glaube, 45 Euro habe ich für den Rucksack bezahlt. So, ihr könnt den hier ringsrum aufmachen bis runter. So, und so kommt ihr an euer Material ran. Ne? Ihr habt hier innen drin nochmal 1-2 große Meshgewebetaschen, die ihr hier mit Reißverschluss aufmachen könnt. Ich drehe es mal um. So. Die ihr hier mit Reißverschluss aufmachen könnt. Ihr könnt hier ausreichend Material nochmal reinpacken. Das gleiche gibt es hier unten auch nochmal. So. Dann haben wir hier hinten einmal das Rückenfach für die Trinkblase und hier oben dann nochmal ein Klettverschluss, um die Trinkblase zu befestigen, und hier der Ausgang für den Trinkschlauch, wo es dann hier nach außen geht. So, ansonsten habt ihr hier innen drin nochmal 2 Innenfächer rechts und links, wo man nochmal was reinmachen kann. Und ansonsten, ich habe hier jetzt nochmal Gasbrenner drin, was zu trinken mit einem Becher dabei. Ich habe mein Poncho drin gehabt. Ich habe hier mein Schemack drin. Noch 2-3 Messer, die ich vorstellen möchte. Also für einen Tag reicht dieser Rucksack allemal aus. Er ist gut zu tragen. Er ist gut zu packen. Ihr kommt schnell ans Material ran. Na, komm, geht zu. So. Das heißt, wenn ihr wisst, auf welcher Seite ihr was habt,
dann reicht es auch, wenn er nur eine Seite aufmacht, dann könnt ihr das rausholen. Ansonsten, was ich sehr schön bei dem Rucksack finde, ist, dass er wirklich tatsächlich wasserdicht ist. Und ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das schon eine feine Geschichte, der 28-Liter-Rucksack von Mardingtop. So, Freunde, für mich heißt es jetzt wieder zurück Richtung Heimat. Ich habe noch mal so eine Stunde, eineinhalb Marsch vor mir. Ich möchte mich jetzt auch nicht abhetzen. Ja, heute mal ein bisschen draußen gewesen, war so durchwachsen. Also ich habe schon bessere Touren gehabt. Es ist halt alles pitschnass. Gut, wir sind jetzt keine schönen Wetter Bushcrafter, aber es macht doch schon mehr Spaß, wenn es ein bisschen trockener ist. Also selbst das Holz, was man hier so findet, ist alles pitschnass. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an der Geschichte. Und vielleicht war ja der Mardingtop Rucksack für euch ja interessant. Und ja, schreibt mir unten einmal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, Daumen hoch wäre Bombe, Abo wäre super und bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Uwe Köhler von Bushcraft Pfalz.